Und jetzt die RTW News wie immer zur vollen Stunde. Heute im Studio Heiner Porsche. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den RTW News Nachrichten für diesen Monat. Die Meldung zur Fußball-Weltmeisterschaft, einem verunglückten Bergmann, erreichen uns erschütternde Nachrichten aus Italien. Menschen, die versuchen, den Vögeln gleich sicher und geradeaus zu fliegen. Dass dies nicht gut gehen kann, haben wir schon alle geahnt. Mein Kollege Arnold Schrumpf mit den verstörenden Nachrichten aus dem italienischen Malcesine. Arno, wie kommt nur jemand auf solch eine Idee und was waren die Konsequenzen? Das ist eine gute Frage, die man sich hier immer wieder stellt. Denn diese Menschen, sie bezeichnen sich selbst als Luftsportler, versuchen hier am Gardasee das Unmögliche. Sie versuchen, Da Vincis Traum in die Realität zu überführen, einmal geradeaus zu fliegen und vielleicht danach auch zu landen. Aber dass dies absurd ist, wissen wir nicht erst, seitdem feststeht, dass die Erde eine Scheibe ist, Hexen nicht schwimmen können und Außerirdische nur ungern Bikinis tragen. Und wie Sie sehen können, scheitern sie alle, selbst an den einfachsten Aufgaben. Einfach nur geradeaus zu fliegen, zerbrechen jegliche Träume. Was Vögel mit Leichtigkeit bewerkstelligen, ist für diese Menschen scheinbar ein nicht enden wollendes Experiment, das immer wieder scheitert. Sie stürzen ab. Wer sind diese Menschen? Und was treibt sie zu diesem Schritt? Arbeitslosigkeit, Drogen, der Klimawandel. Es kann keiner sagen. Auch Herkunft und Alter scheint keine Rolle zu spielen. Ein erschütterndes Erlebnis hatte ich, als ich mit anhören musste, wie ein kleines Mädchen sichtlich schockiert zu seiner Mutter sagte: Mama, schau, da fliegt auch der Opa da. Und selbst die Kleinsten sind scheinbar schon mit einer Art Flugvirus befallen. Ja, das macht betroffen. Die Zuschauer zumindest haben es sich hier bequem gemacht. Vielleicht hofft doch der ein oder andere, dass es wenigstens einer, ein einziger von diesen Irregeleiteten irgendwie schafft, geradeaus zu fliegen, sicher den Boden zu erreichen. Zu den Konsequenzen, Heiner, kann ich nur sagen, dass diese bemitleidenswürdigen, ja, ich würde fast sagen, Glück im Unglück haben. Der Gardasee, so klein er auch ist, nimmt sie auf und gibt sie hoffentlich nie wieder her. Mit diesen bedrückenden Bildern gebe ich zurück ins Studio. Danke, Arno. Dass junge Männer ihre Kräfte messen wollen, ist hinlänglich bekannt. So auch beim traditionellen Fußhangeln am Molvenoer See. Der Sieger wird traditionell unter einer Brücke am See bestimmt. Es gewinnt hierbei derjenige, der sich bis zuletzt halten kann. Noch etwas? Der Brauch geht dabei auf eine Auseinandersetzung im 16. Jahrhundert zwischen zweier verfeindeter Bergdörfer zurück und wird bis heute von den Ureinwohnern gefeiert. Der Sieger darf übrigens einen Freudensprung von der Brücke machen. Über den Verlierer ist indes nichts bekannt. Abschließend noch eine Warnung vor Trickbetrügern. Sollte Ihnen eine junge Frau ihr Handy, Portemonnaie und ihren Tabakbeutel abnehmen, so könnte dies nicht an ihrem vermeintlich guten Aussehen liegen. Vielmehr steckt hier die perfide Gemeinheit der örtlichen Swimmingpool-Mannschaft dahinter, wie diese Aufnahmen eines Augenzeugen beweisen. Daher unser Rat an Sie. Werden Sie nervös bei allzu nett dreinschauenden Menschen. Am besten gehen Sie in den Keller und meiden Sie das Tageslicht.
Und damit sind wir auch schon am Ende der RTW News Nachrichten für diesen Monat. Bleiben Sie gespannt, entspannt und uns treu. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend.